Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Kinoschaffenden in Deutschland der letzten Jahre. Sowohl als Schauspieler als auch als Autor und Produzent. Herzlich willkommen, Til Schweiger! Woran arbeitest du gerade? Ich arbeite gerade daran, mich ein bisschen zu entspannen. Wie machst du das? Indem ich nicht arbeite. Ja. Ja. Und kannst du dann einfach so, sagen wir mal, so in den Tag rein dich bewegen oder laufen dann schon irgendwie neue Projekte durch den Kopf? Es sind immer neue Projekte. Als Produzent muss man natürlich immer Sachen entwickeln, aber im Moment ist es wirklich so, dass ich das einfach mal genieße, nichts zu tun. Aber erzähl doch mal, also jemand, der solche Erfolge hat wie du. Der vorletzte Film, Kein Ohrhasen, 6,2 Millionen Zuschauer drei. Oder was? Drei, ja, ja. So. Der aktuelle 2 Uhr Küken, wie viel der aktuelle Stand? 4,1. So, und. Also angefangen eigentlich von Knocking on Heaven's Door. Der müsste doch eigentlich jedes Projekt, wie wir in Köln-Mülheim sagen, gegreenlighted kriegen. Mittlerweile. Wenn du eine Idee hast für einen Film, wie gehst du da vor, um das Geld zusammenzukriegen und den Film ins Kino zu kriegen? Also ihn zu greenlighten, das ist, also wenn ich jetzt ankommen würde und sagen würde, ich will jetzt das Telefonbuch verfilmen, das wird mir wahrscheinlich schwerfallen. Aber als Produzent ist man natürlich immer so gut wie der letzte Film. Wenn der letzte Film Erfolg war, ist es einfacher, das Geld zusammenzukriegen. Und ich arbeite in den letzten Jahren sehr eng mit Warner Brothers zusammen und die stellen natürlich erstmal den Großteil der Finanzierung für so einen Film. Und reden die dann rein und sagen, mach doch mal 2 Uhr Küken 14 oder? Ja, das ist ja nicht reinreden. Also reinreden tun sie nicht. Sie äußern ihre Meinung und wenn sie eine gute Idee haben, dann setze ich die auch um. Und wenn die Idee nicht so gut ist, dann sage ich ihnen das auch. Oder manchmal denke ich auch, ich hätte eine bessere Idee und sie überzeugen mich vom Gegenteil. Und die sind natürlich hoch interessiert, dass wir einen dritten Teil machen und das wollen wir auch wirklich versuchen. Zuletzt warst du zu sehen in einer wirklich sehr schönen Rolle in Glorious Bastards, Quentin Tarantino. Für den Oscar nominiert dieser Film. Ja. Fliegst du hin zur Verleihung? Nee, ich sollte eigentlich zu den Golden Globes kommen. Ja. Und das war mir zu anstrengend, deswegen jetzt wieder 12 Stunden nach Los Angeles. Ich war gerade da und hatte überlegt, ob ich da bleibe, um mir diesen Flug zu sparen. Das war mir dann aber zu lang, insofern habe ich es dann am Fernsehen geguckt. Zu sparen, so. Zeitlich zu sparen? Zeitlich zu sparen. Ja. Ich fliege auch nicht so gerne und das ist echt ein elendiger Flug darüber. 12 Stunden und dann wieder zurück und Jetlag und so. Da habe ich gesagt, ich gucke es im Fernsehen. Und mein Eindruck ist, dass sozusagen unsere Branche teilweise nicht ganz frei ist von Neid und Missgunst. Ja? Aber im Fall von Christoph Waltz, ja, kenne ich niemanden, der wirklich nicht total begeistert darüber war und sagt, hochverdient, dass Christoph Waltz für den Oscar als Schauspieler nominiert worden ist. Das stimmt. Also unsere Branche, es gibt Neid und Missgunst, das gibt es in jeder Branche, das gibt es vielleicht in Deutschland sogar ein bisschen mehr als woanders. Ja? Aber im Falle von Christoph ist das sehr gut beobachtet, finde ich auch. Also ich kenne keinen, der sich nicht wahnsinnig für ihn freut. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich habe ihm das nämlich prognostiziert. Wir waren in Cannes und haben da alle gemeinsam den Film zum ersten Mal gesehen. Und als wir aus dem Kino rauskamen, stand Christoph neben mir. Da habe ich gesagt, Christoph, dafür kriegst du eine Academy Award Nomination. Und er hat gesagt, du spinnst wohl. Und dann ging das los mit der Goldenen Palme in Cannes. Jetzt hat er jeden Preis gewonnen, auch den SAG Award und alles, was es gibt. Bambi. Bambi hat auch gewonnen, ja. Du dieses und, Jahr nicht, glaube ich, oder? Aber überreicht an Bulli, ja? Ich habe ihn an Bulli überreicht, ja. Aber du und Bulli, ihr seid die erfolgreichsten deutschen Produzenten eigentlich so in den letzten 10 Jahren, oder? Naja, da gibt es noch einen, der schon ein bisschen länger mitmischt, der heißt Eichinger und der ist auch gerade sehr erfolgreich. Gerade auch neu gestartet mit Bushido? Genau, ab heute im Kino, ja. Gesehen den Film? Nein, noch nicht. Nee. Gehst du noch rein? Ich gehe noch rein, ja. Bist du Bushido-Fan? Ich bin jetzt kein Bushido-Fan, weil ich mit deutschsprachigem Rap so ein bisschen Probleme habe. Ja, deutschsprachig, so. Genau. Nicht mit der Musik, sondern einfach so. Ich mag eigentlich Rap-Musik, aber da ist man so gezwungen, auf die Texte zu hören und die finde ich meistens jetzt nicht so prickelnd. Soll ich dir mal sagen, was mir Anja Kling kürzlich erzählt hat? Oh ja. Anja Kling hat gesagt, sie war mit dir und Bulli auf PR-Tournee für Traumschiff Surprise, kann es sein? Ja. Ja. Und sagt, das hat sie noch nie erlebt, Frauen springen dich auf der Straße an. Und zwar nicht so, wie man sagt, die springen den an, sondern sie springen dich an. Die sagt, ich gehe mit Til durch Berlin und plötzlich kreischt es und er hat eine Frau auf dem Arm. Ja?
Ist doch schön. Ist das so? Nein, es ist nicht so. Da hat die Anja, die ja eine ganz liebe ist und eine sehr geschätzte Kollegin, ein bisschen übertrieben. Die sind eigentlich mehr auf den Bulli gesprungen. Nee, es gab schon. Also sie hat gesagt, Bulli auch. Dann war eine Pause dann und natürlich auch auf den Rick. Ja. Ja. Aber alle Hände voll zu tun hattest nur du. Ja, ist bald vorbei. Ja? Ja. Man wird älter. Ja, aber es kommt dann nicht so wie bei George Clooney in deinem Fall. Du gehst doch da eigentlich sozusagen unabhängig vom Alter durch die Attraktion für Frauen, oder? Ja, Sean Connery, wie alt ist der jetzt? Irgendwie Mitte 70 oder sowas, glaube ich. Ja. Ja. Der gilt ja auch noch als extrem sexy. Ich weiß zwar nicht, warum. Ich finde ihn so, also ich fand den nie so toll, aber... Wirklich? Als Schauspieler fand ich ihn super, ja. Aber jetzt nicht so. Ich fand den, also... Doch, ich kenne... Also, George Clooney gefällt mir besser. Ja, aber doch, ich kenne sehr viele Frauen, die ich total weiß, begeistert weiß, sind von weiß, Sean Connery. Und zwar auch die keine Bond-Filme mögen oder so. Aber ja, er hat irgendetwas, was man... Irgendwas muss er haben, ja. Ja. Irgendetwas musst du haben, was die Kritiker sozusagen sehr böse macht. Und ich finde das eigentlich unverständlich, wenn man sieht, was du für einen Erfolg hast, was du sozusagen im deutschen Kino auf die Beine gestellt hast. Es ist sozusagen fast hysterisch, wie negativ teilweise die Presse auf dich reagiert, egal was du machst. Beeinträchtigt dich das? Beeinträchtigen insofern, dass ich jetzt sage, Mensch, keiner mag mich, deswegen höre ich jetzt auch Filme zu machen, nicht, weil... ich mache ja die Filme nicht für, sage ich mal, für den Feuilletonisten, sondern für das Publikum. Und da gibt es einen großen Anteil. Es gibt auch Leute, die die Filme überhaupt nicht mögen, klar. Aber es gibt natürlich auch viele, die sie mögen. Insofern, es ärgert mich manchmal massiv. So. Aber ich habe ja meine Konsequenzen draus gezogen und habe gesagt, okay, ihr mögt meine Filme nicht, also zeige ich sie euch nicht mehr. Vorab? Das, ja, vorab. Ja. Weil das hat ja, das steht ja eben zu, eine Karte zu kaufen, ins Kino zu gehen und dann darüber zu schreiben. Aber eben vorher den Film zu zeigen, wie es eigentlich gang und gäbe ist, ist auch mit großen Kosten verbunden. Und ich habe mir irgendwann gesagt, warum soll ich so viel Geld ausgeben dafür, dass ich Leuten den Film zeige, die ihn per se scheiße finden. Mhm. Also, und das ärgert sie natürlich, glaube ich, noch mehr. Und deswegen sind sie hysterischer geworden, weil meine Filme mochten sie noch nie, aber in der letzten Zeit, also jetzt bei Zweierküken, war es schon extrem. Und ich habe das also mal drauf geachtet, weil da war das ja dann publik, dass du keine Voraufführung machst. Da waren dann die Besprechungen des Films so groß und negativ. Ja. Ja? Also extremer geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Und trotzdem ist der Film ein Kassenknüller. Ja, klar, weil es gibt Leute, die sich davon beeinflussen lassen, von der schlechten Kritik. Ich habe damals früher als Kind immer, meine Eltern hatten die Frankfurter Rundschau abonniert. Und da habe ich schon als Kind, der sich sehr für Kino interessiert hat, immer rausgefunden, also wenn die den hymnisch besprechen, dann ist der bestimmt scheiße. Und wenn die den scheiße finden, dann gehe ich da rein. Und die Trefferquote war irgendwie 99%. So. Fährst du zur Fußball-WM? Das ist ja in Südafrika diesmal, gell? Leider. Das ist mir Warum auch wieder leider? Ein bisschen, ja, weil das ist ein bisschen zu weit, finde ich so. Aber Angst also, hättest du keine? Angst? Ja. Sicherheit. Naja, es ist schon ein ziemlich heftiges Pflaster da unten. Ja, aber das, ich glaube auch, das ist ein Klischee. Jemand wie Franz Beckenbauer kennt sich da einfach genauer aus und ich bin Ihnen, wir sind froh, Ihnen diesen Reisetipp mal zeigen zu können. Man muss halt diese Gepflogenheiten muss man halt einfach annehmen. Das heißt, in der Gruppe zu gehen, durch bestimmte Gegner. Naja, es ist, wenn ich heute alleine durch Soweto gehe, naja gut, das Abenteuer, das kannst du haben. Ja. Aber dann bist du selber schuld. Ja. Und das hat so halt jedes Land, seine Stadt, seine Eigenheiten und da musst du dich halt drauf einstellen. Und wenn du dich drauf einstellst, dann passiert auch nichts. Ja, es ist sicher. Also kein neues Projekt zu promoten. Ich arbeite an Manta Manta 2. Wir wollen einen zweiten Teil machen. Ja. Wir also, wissen. Würde auch eine Nazi-Satire, ja, oder? Ist vielleicht ein guter Angle, um da anzusetzen. Ja. Ja. Ach so, Manta Manta 2. Manta Manta 2, ja. Als Nazi-Satire. Ja, also zumindest irgendwie so mit so einem kleinen Schlenker oder so. Ja. Könnte man einbauen, ja. 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 Also fällt mir jetzt nur ein, weil ich habe jetzt gesehen, in den Besprechungen für die Oscar-Nominierung lief Inglourious Basterds als Nazi-Satire. Was? Ist eigentlich keine Satire, nee. Aber ist ein toller Film, finde ich. Und ich finde auch zum Beispiel August Diehl auch hervorragend.
Ja, die sind wirklich, August ist aber schon immer ein ganz hervorragender Schauspieler gewesen und klar, ich habe damals schon immer gesagt, August, der erinnert mich an einen jungen Christopher Walken und Tarantino hat dasselbe gesagt, unserem Produzent auch und er hat es ganz toll gemacht, aber alle waren toll, also ja. Wirklich, Alexander Fehling war auch ganz toll und auch Goebbels und Hitler, also da können wir echt stolz drauf sein. Aber die waren eh toll. Also ich meine, nein, die Schauspieler. Die sind in Filmen meistens toll. Das sind gute Jungs, also im Film. Nicht? Im Film. Ja, es sind auch ergiebige Stoffe, aber das war auch toll. Es war eine schöne Szene, wie Wuttke da als Führer rausging und sagte Kaugummi im Kino. Ja, meine Lieblingsszene ist, wenn er sich über diesen Film so freut, also über den Scharfschützen und wenn er dann am Schluss hingerichtet wird, das fand ich schon ziemlich geil. Ja, und so war es ja auch in Wirklichkeit, wie wir wissen. Ja? Ja. Till, vielen Dank für den Besuch, toi toi toi, bitte, und bitte. Viel Erfolg Danke. Weiterhin. Ja? Dankeschön. Alles Gute. Till Schweiger, meine Damen und Herren.